Gut, ich muss so kurz testen, ob Kreis wirklich die Sprungtaste war. Ich meine Viereck. Ich hatte gerade einen Blackout gehabt. Mama! Gut. Laut Heft soll jetzt ein Gegner kommen. So, ich juckt schon mein Bein. Also, ich glaube, ich habe eine Juckkrankheit gegen Tomb Raider 2 entwickelt. War das überhaupt Deutsch? Oh, das ist auf magische Weise verschwunden. Ich möchte jetzt nicht ein bisschen pussyhaft spielen, sondern jetzt erstmal abwarten mit dem Speichern. Ich kann ja höchstens ja noch einen Cut setzen. Wenn ich plötzlich sterben sollte. Und ich habe das Gefühl, dass es auch passieren wird, oder? Boah, mein Magen brummt gerade sehr komisch, aber nur weil ich Hunger habe. Und nein, vor der vor der Aufnahme hatte ich noch keinen Hunger gehabt. Es ist erst jetzt entstanden und hör doch mal auf mit diesem Scheiß einfach. So. Hier werde ich aber jetzt ein Speichern setzen. Eigentlich macht der Satz eigentlich jetzt gerade wenig Sinn. Ich hab doch hier irgendwo noch einen Wächter gesehen, oder? Oh, ein Drachenmuster. Achso, und da ist die Lava. Alles da hinten. Ist das ein Vulkan überhaupt? Ich frage mich trotzdem immer noch. Ich weiß, man sollte sowas langsam nicht mehr hinterfragen. Kommt da hinten irgendwas? Dreh dich doch mal mit, Kamera! Danke! Nein, ist nur von der einen Insel. Da ich 8 davon habe, kann ich das ja kurz verwenden. Aha. Jaha. Kann man hier vielleicht zufälligerweise irgendwo raufgehen? Hau dich nicht mehr. Man kann ja vieles ausprobieren. Na gut, dann. Alter, das ist dein scheiß Ernst? Ist doch scheißegal, in welche von den zwei Münzen da reinkommt. Es sei denn, da steht links und rechts.
oder haben einen bestimmten Muster. Aber beides sind dieselben Münzen. Und jetzt? Habe ich jetzt irgendwas kaputt gemacht? Hä? Boah, ich mache jetzt hier keinen Scheiß. Bahnen Sie sich erneut Ihren Weg über die grünen Plattformen und Inseln bis zurück zu der Rampe, die zum Käfigdach hinaufführt. Da, wo ich zum Schluss gespeichert habe. Springen Sie diesmal mit Anlauf zu der felsigen Insel mit dem Stein im Portal und setzen Sie die beiden Steintafeln in die Halterungen. Sammeln Sie außerdem die UC-Clips ein, die Sie hier vorfinden. Ja, es ist wieder ein Bug. Denn das hätte sich jetzt hier öffnen müssen. Ach, leck mich doch am Arsch. Ich hasse sowas. Sowas war auch damals bei Tomb Raider 1. Dass die eine Tür, wo ich das Level beenden musste, sich nicht geöffnet hat. Mann. Aha. Munition nennt man das. No. Alter, ist doch scheißegal! Okay, beide haben verschiedene Muster. Bei den ersten laufe ich zu weit vorne und bei den eins zu niedrig. Ich habe keinen Bock, wieder dieses Level neu anzufangen. Hey, es öffnet sich. Dann war es anscheinend doch ein Bug gewesen. Kann ja auch nur ein Bug gewesen sein. So, was kommt jetzt? Musik hat sich geändert. Oh nein! Hallo? Dankeschön, dass ich jetzt mein Dings verschwenden durfte. Wieso springst du? Ah, da liegt ja was. Meine Fackel, so. Aha. Mir ist das Hauptwort vorhin nicht eingefallen. Doch, das ist nur Lava, beziehungsweise Feuer. Kann man hier nach oben? Und hier geht es schräg nach unten. Ist es bei beiden Seiten so? Ja, ist es. Warte mal, was ist denn da unten? Eine Seilbahn. Ist da ein Geheimnis? Ja, doch, da ist die bronzene Statue. Ich kann mich aber auch irgendwie nicht entscheiden, wie ich nun das Wort ausspreche. Manchmal sage ich Statue, manchmal Statue. Eigentlich heißt es, glaube ich, Statue. Zumindest Altbegriff.
Aber wie komme ich jetzt dorthin? Was war das denn jetzt, Finkack? Die war drauf, aber dann. Hä? Oh nee, Alter. Das müssen Sie natürlich jetzt auch noch einbauen, oder was? Es ist euer verdammter Ernst. Wir wissen doch alle, wo es gleich aktiviert wird, oder? Ich sehe nichts. Aber was ist jetzt nun hier? Ich wollte ja hier gucken. Mann, wieso machst du so einen Scheiß? Ist das eine Höhle? Hallo, lauf doch einfach ganz normal hin, wie du sonst auch immer machst. Ich wollte nur gucken, was da ist, ob man da vielleicht irgendwo hin kann, aber geht ja anscheinend. Und aus irgendeinem Grund ist hier eine Höhle. Oh, das funktioniert. Ich meine, natürlich funktioniert das. Hat man doch schon direkt gesehen. Geh doch einfach da durch, hallo! So, ich werde jetzt hier speichern. Und werde noch circa 6 Minuten spielen. Dann habe ich wenigstens zwei Parts und ja. Aber eins frage ich mich jetzt, wie komme ich jetzt da nach unten? Natürlich habe ich den Verdacht, über diese komische grüne Kugel zu springen. Da liegt doch was, oder? Oh, nee, ist nur wieder die blöde Grafik. Was ist eigentlich dort? Da ist auch verdammt irgendwas Auffälliges. Kann auch wieder nur, sag schon, nur wieder Verwirrung sein. Spring doch! Ich hasse es, wenn die nicht reagiert. Vor allem während des Rutschens habe ich schon auf die Sprungtaste gedrückt, aber sie hat nicht reagiert und danach hat sie auch nicht reagiert. Außer dass sie dann weitergelaufen ist, ohne Grund. Ich hab den zu spät gesehen. Alter, wie dreckig sind die denn?
Ach, leck mich doch am Arsch! Man kann es ja jetzt auch übertreiben, ja? Ich nehme danach Tomb Raider 3 und danach Legend auf. Und ich möchte noch gute Laune haben. Das muss definitiv gespeichert werden. Ich habe mir noch. Eigentlich wollte ich noch hängen bleiben, aber dann habe ich mir kurz gedacht: Nee, es kommt ja noch die andere, die wird wahrscheinlich dagegen knallen. Oh, und sie hängt da sogar. Hier ist nichts mehr? Nein? Oh nein. Aber bei der ersten Insel, ungefähr beim Anfangbereich, war die eine Statue. Eine Statue. Also die ist nicht zum Leben erwacht. Oder sie wurde mittlerweile zum Leben erwacht. Da ist eine Plattform. Und ich hab's nicht genau mitbekommen. ...2066... Munitionen habe ich noch. Oh, da kann man raus. Ach so, ich glaube, ich verstehe. Ich glaube, bei der ersten hätte man, glaube ich, direkt eine Rolle machen müssen. Nachdem er dann vorbeigerutscht ist, dann sofort loslassen, damit man weiterrutscht. Denn mir hat er gesehen, ich bin ja dann da hängen geblieben. Aha. Was ziemlich ulkig war. Ich wollte eigentlich gucken und nicht gehen. Ich müsste jetzt 5 noch haben. Nein, da wollte ich nicht. 5 Fackeln ich habe tun, ja. Sieg und flieh. Man kann nichts sehen. Ich glaube, da unten war ein schwarzes Loch. Wie mein Hintern. Was? Hab voll Hunger. Habe ich aber vorhin schon gesagt. Aber hier werde ich jetzt eine Aufnahmepause machen. Dann bedanke ich mich, dass ihr zugesehen habt. Dann bin ich gespannt, wie es zum nächsten Mal weitergeht. Und ich bin definitiv jetzt mehr als 3 Folgen würde man jetzt alles so einplanen. Aber weil ich ja alles blind spiele und halt 1000-mal die ganzen Sachen wieder machen muss, weil manchmal nichts klappen möchte, ja, ist halt sowas entstanden. Also hätte man hier ein bisschen cheaten können? Hätte man, wäre die blöde Kugel nicht da. Und da kann man doch rauf. Warte, was ist da? Rechts von mir. Da ist ein Tunnel. Aha. Meinen die Lösung gucken nach der Aufnahme.
Aber ich sage, dass da ein Geheimnis ist, oder ist es nur eine Verwirrung? Kann alles sein. Buddha-san. Hallo, reagierst du mal? Danke. Natürlich fliege ich da wieder runter. Eigentlich wollte ich doch schon ganz heck die Aufnahme beenden. Wieso nehme ich noch weiter auf? So geht's auch. Tschüss.